So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... Well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Good morning. We need to get moving on this, Arthur. So, Freunde, mal gucken, was der Sonden will, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Red Dead Redemption Folge. No need to get testy. Just tie the horse up and get over here. So, muss ich das jetzt da irgendwo festbinden? Ich könnte das hier festbinden. Muss das da vor der Tür sein? Lass mich doch aufsteigen. Wieso geht's denn nicht? Das ist ja komisch. Dann müssen wir es führen, ne? Ja. Ich dann selber nicht reiten kann. Na gut. Ach, das ist auch das gelbe Zeichen. Hab ich gar nicht gesehen, Mensch. So. Aber ist auch eigentlich egal, wo ich das festmache. Na gut, dann gehen wir wieder zu Gunstore. Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Hello. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Eh, shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Gut, ich nehme mal an, das ist bei Gewehre. Scharfschützengewehr. Ach, da haben wir eins. Für 0 Dollar? Okay. Ist auch wieder einiges zu lesen. Nö, lass mal, brauche ich nicht.
So, dann kaufen wir das also umsonst, warum auch immer. Gut, lass mal sehen. Können wir vielleicht noch irgendwas anderes machen hier? Aber das würde ja dann was kosten, ne? Die Reichweite ist dadurch nur minimal besser, also nicht der Rede wert. Das ist das mittlere Zielfernrohr, dann haben wir noch ein langes Zielfernrohr. Das bringt jetzt bei der Anzeige überhaupt nichts. Merkwürdig. Dann haben wir hier Schaft. Ob der das schafft? Okay. Schutz. Nö. Dekoration. Was gibt's? Metalle? Ach, das ist alles dran. Naja, warum das jetzt auch hier? Das ist also eine kleine Lackierung. Naja. Ich lasse es dann mal so. Gut, dann gehen wir da raus. Ja, na dann. So. Dann höre ich mir mal an, was die wieder zu sagen haben. Let's go, girl. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Up there. Get a proper view.
So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Okay, ich soll in die Nähe des... Okay, versuche ich mal. Vielleicht dahin. Go on, give them a warning shot. Something close enough to make a cut. So vielleicht. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Okay. Der eine ist noch da, ne? That ought to do it. Jetzt rennt er weg. Oder radiert er weg, wie auch immer. Alright. Let's go round him up. Vertreiben wir die zusammen. Ja, steige auf mein Pferd. Ich hab ein weißes Pferd. Reite zur Herde. Gut, dann geht's aber nicht runter. Dann müssen wir hier uns den Hoppala. Pretty scattered. Let's get them all rounded up. Yeah. Easy. Whoa. Up, up. Keep moving. Whoa. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Come on. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. That's it. Move it. Move it up.
Now you got it. Whoa, whoa, whoa. Close her up, boys. There you go. Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you. For 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Na, es war doch einfach. 18%. I thought we was doing the robbing here. Still getting money. Hoppala. Thanks for all the help with this. Her can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. Na gut. Treff dich mit Dutch im Saloon. Ja, ja. Da wollen wir noch hin. So, mach dein Pferd da fest. Ich mach meins auch fest. Come on, Sunshine. Na dann. Believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromise. Well, I have never been a man for compromising. I fear at my age I am too old. Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold. My good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out here now! Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall! I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn, and when I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me.
nor do I want to be this Dutch vandalism, whomever. Das war ja klar, dass das nicht beim ersten Mal klappt. Ich muss die Waffe bewegen und ich kriege das mit der Bewegung immer nicht so hin. Auf den einen. So. Was denn jetzt wieder? Oh, ich verstehe das immer wieder nicht, ey. Ich ziehe die Waffe. Alter. Dann soll sich eine Anzeige füllen. Was denn für eine Anzeige? I am Archibald Smith, a lay preacher. For God's sakes, Arthur, will you get to it? Ich drück doch R2, aber es geht immer nicht. Ich verstehe das Ganze nicht, ey. Ich drücke die ganze Zeit R2. Da sollte ich irgendwie eine Anzeige füllen, aber da sehe ich überhaupt keine Anzeige. Wo ist denn deine Anzeige? Da fühlt sich nichts. Ich kriege nichts angezeigt. Weder eine Anzeige, die sich irgendwo füllen soll, noch sonst irgendwas. Das ist komisch, ey. Halte R2 gedrückt? Habe ich doch die ganze Zeit. Da kommt nichts, da füllt sich keine Anzeige auf. Weder links im Bild, noch rechts im Bild, noch oben im Bild, noch unten im Bild. Das gibt's gar nicht. Da kommt nichts. Wo ist da bitte schon irgendeine Anzeige, die sich auffüllt? Ich sehe gar nichts. Das Bild verändert sich nur. Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Und warum hat das jetzt noch mal wieder geklappt? Na, ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Das ist echt merkwürdig, du. Dass da was angezeigt werden soll und dann siehst du einfach nichts. Da ist noch eine irgendwo. Hallo. So. Ach, heilige. Get out of here! What are you doing, Arthur?
Why don't you run now while you still can? Ey, ich treffe welche zweimal, dreimal und die stehen immer noch, ey. Das ist Wahnsinn, ey. Das ist Wahnsinn. Okay, fangen wir hier wieder an. Wie wär's denn vielleicht mal mit einem Revolver? Bam! Bam! Hallo? Okay. Aha. Warte, warte, warte. Irgendwo da oben ist einer. Ja. We are just gonna walk out of here. I hope you're ready to die. Alter. It's just a stretch. Shut up. Der leuchtet doch schon ein paar Mal rot auf. Dann treffe ich den und treffe den und treffe den. Leg dich hin. Alter, müssen wir den ganzen Weg hier zu Fuß gehen oder was, ey? Mit so einem Wagen da schieben. Das weiß ich, mein Pferd. Das weiß ich. Boah. Ja, ja. Du kannst nicht aufsteigen. Du kannst nicht aufsteigen. Ach komm. Ich hab doch gelesen gehört, dass er gesagt hat, wir sollen ihn zurücklassen und weglaufen. Ja, was denn jetzt nun? Ach, ich soll ihn jetzt tragen, wa? Von allen Seiten wird da beschossen und ich soll ihn da langsam rüber tragen. Wo gibt's denn sowas, ey? Hurry, hurry, please. Dann habe ich das eben ganz anders gelesen da, ey. Looks like we're clear. Let's go. Put Strauss on the back of John's horse and let's get out of here. Ach, das eine ist doch im Wege. Der ist auch im Wege. Ach Mann, ey. Los, hoch da. Make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna get him to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go. Yeah. Alright, I better get out of here. Cave in is gone. Ach komm ey, das darf doch nicht wahr sein. Dieses blöde Seil, das hast du überhaupt nicht gesehen eben. Ist da so ein blödes Zelt aufgebaut, ey. Ey, das Pferd kommt nicht. Ich treffe den zweimal, ich treffe den dreimal, der steht immer noch, ey. Ey, du Dödel. Knatter deine Eier weg, Mensch. Guck dir das an, ey. Treff den, ich treff den, treff den. Ey, das gibt es doch nicht, Mann.
Ich treffe dir mit dem Revolver beim Bauch und überall hinter. Da steht immer noch der Dödel, ey. Was ist das denn? Ich pfeife dreimal nach dem Pferd und das kommt nicht. Jetzt reite mal hier lang. Ey, das ist einfach nicht möglich, du. Hopp. Hopp. Ey, das Pferd zu steuern, ey, wenn das so schnell gehen soll, das geht gar nicht, ey. Jetzt haben wir schon wieder tot oder lebendig, ey. Genau wie bei Blackwater, ey. Nachsicht. Ach, Alter. Das ist doch wohl nicht wahr. Ja, laber nicht. Ich hab ein schnelles Pferd. Hui, Alter, was wieder für eine komische Ballerei, ey. Von links, von rechts, von vorne, von hinten, von oben, da, Balkon, überall wird so beballert, ey, und dann musst du da mit die zusammen zu Fuß noch eine Weile da rumlaufen, ey, das ist doch nicht wahr, ey. So. Na gut. So, dann werde ich hier das mal aufhören. Puh, ich muss mich erstmal kurz erholen, ich muss was trinken und so weiter und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder, Leute. Bis dahin, mach's gut und bye bye.